Mein Name ist Master Farshad, medizinischer Direktor, Chefarzt Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie von der Universitätsklinik Balgrist in Zürich. Viele Patientinnen und Patienten fragen, wann muss ich eigentlich zum Arzt, wenn ich Rückenschmerzen habe? Zum Arzt muss man mit Rückenschmerzen dann, wenn Rückenschmerzen vergesellschaftet sind mit anderen Symptomen, wie zum Beispiel Fieber. Deshalb, weil es gibt Infektionen vom Rücken, die unbedingt abgeklärt werden müssen. Zum Arzt muss man mit Rückenschmerzen, wenn zum Beispiel Lähmungserscheinungen oder Sensibilitätsstörungen in den Beinen auftreten. Deshalb, weil zum Beispiel eine Diskushernie kann auf einen Nerv drücken und den Nerv kann, schädigen. Zum Arzt muss man mit Rückenschmerzen, wenn Blasenentleerungsstörungen vorhanden sind, zusammen mit Rückenschmerzen oder solche neu auftreten. Deshalb, weil Nerven von der Blase im Spinalkanal sind und die bei gewissen Erkrankungen vom Rücken können beeinträchtigt werden und das abgeklärt und behandelt gehört. Wenn ein Kind Rückenschmerzen hat, dann muss man das auch abklären, weil gewisse Erkrankungen bei den Kindern am Rücken müssen unbedingt rechtzeitig diagnostiziert und therapiert werden. Rückenschmerzen, die über 6 Wochen bleiben, weil die sogenannten nicht spezifischen Rückenschmerzen, das heisst Rückenschmerzen mit einer klaren Ursache, ausgeschlossen werden.